Hey, was machen Sie hier? KSC-Sticker aufkleben. Let's go! Das ganze Stadion peitscht die Mannschaft vor. Auf geht's, ihr Blauen, schießt für uns ein Tor. Alle, 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 alle. Spieltag Nummer 20, KSC gegen Wehe Wiesbaden. Wir begrüßen euch hier zum Video, gell? Der Stadionblock. Gleich wieder ein Flutlichtblock, ne? Also hinanana, gell? Das wird es auch bald wieder gegen Fortuna geben. Echt? Heute Streik, keine Busse, keine Bahne, macht nichts. Die ganze Schule von mir musste hier gefahren werden, ne? Auto hier. Super. Alles klar, hier gibt es auch eine Neuigkeit. Ja, genau, ich glaube, irgendwo hier hinten, kommt auch der nackte Mann. Der kommt zurück, der war früher auf der anderen Seite. Da geht es aber die Gästefans. Und bevor sie den anmalen, kommt der hierher. Und Fabio, sieht man da schon was? Nee, nur Container oder so. Echt? Ah, okay. Also, wir laufen jetzt mal Richtung Block. Heute Wehe Wiesbaden hat einen ganz besonderen Trainer. Das ist der Markus Kauczynski. Der hat uns auch hier beim KSC eine Zeit lang trainiert. Der wohnte, glaube ich, auch noch in Karlsruhe, soweit ich weiß. Wiesbaden ist Aufsteiger, gell, oder? Kann das sein? Ja. Wiesbaden ist Aufsteiger? Ich kenne dich, ich habe dir Wein verkauft. Guck, du machst jetzt gerade einen Laden. Von da auf her. Da sieht man sich, genau. Dieses Jahr haben wir dich vermisst, gell? Ich weiß. Der muss. Was geht ab? Alles gut. Immer auf jeden Fall. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Danke. KSC, heute Sieg. Das hoffe ich. Ja, wie gesagt, Markus Kauczynski und Wehe Wiesbaden, die spielen eigentlich eine gute Saison. Die sind nur, wie viel, 2 Punkte hinter uns? Oder was? Ja, die sind Elfter, aber die sind gar nicht mal so schlecht. Also. Genau, die haben letztes Spiel lag Hertha geschlagen mit 3-1. Gell? Und uns in der Hinrunde 1-0, da waren wir noch im Urlaub. Stimmt, das haben wir noch im Handy angeguckt. Ja. Deswegen, also heute ist mal ein Sieg fertig. Aber ich denke, Wiesbaden macht's. Ja? Wiesbaden also stark, ich schätze 1-0 die Gewinne. Wiesbaden. Fabio, gibt es sonst noch was zu Wiesbaden zu sagen? Die wurden 1926 gegründet. Eisfarben sind rot, schwarz, gold. Das Stadion ist Brita Arena. Okay. Da ist schon mega Schlange, aber ich habe auch gesehen, hier tut sich ja auch einiges, gell? Es gibt das hier eigentlich. Gibt es hier einen Park? Und Fabio ist es egal. Ich weiß gar nicht. Sollen wir uns da anstellen, Fabio? Ja, sonst kommen wir eh nicht rein. Okay. Boah, was für Panik, ne? Wir kommen an, wollen rein in der Fabio, hast du die Dauerkarte nicht? Nee, du? Ich auch nicht. Scheiße, KSC, meine Dauerkarte nicht drin. Jetzt hat mir Christina hier schnell noch daheim, zum Glück ist sie daheim gewesen, mir sie abfotografiert, hat geklappt, wir sind reingekommen. So. Wir müssen jetzt schnell rein, ja. Ich kann hier stoppen. Jetzt geht's los. Die Aufstellung noch schnell. Mankanovic ist wieder drin, Budu stürmt wieder, Schlösser auf der Bank, oh, Gondorf ist wieder am Start. Wartet! Alles klar. Wiesbaden ist mit dem kompletten Fanclub da. 150 Leute.
egal, mal kein Seitenwechsel. Normal. Kein Seitenwechsel! Aha! Tausend Jahre später. Gerade eben, glaube ich, die beste Chance von Wiesbaden, aber ging nicht rein, also alles gut. Es müsste gleich Halbzeit sein, nur noch Nachspielzeit. Ja, und dann haben wir die 45 Minuten, die ersten, geschafft. Und offiziell jetzt 3 Minuten. Ja, 3 Minuten. Es gehen jetzt schon alle rein, weil gleich Halbzeit ist. Ja. Da passiert jetzt auch nichts mehr groß, glaube ich. Ja.
12 Sekunden später. Lattenschuss von Wiesbaden, ganz knapp. Ja, also das war echt gefährlich. Wir müssen da mal echt aufpassen. Aber ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Die Erfahrung ist noch nicht so da, aber das wird schon. Ganz toll, Elfmeter für Wiesbaden.
wenn es läuft, dann läuft es nicht. So, abwechselnd wieder Bier überprüfen. Dann kann man direkt. Ah, eventuell hält ja der Trevis vielleicht, aber Elfer, das wäre auch nicht schlecht. Ne? Oh, er guckt sich an. Er guckt sich an. Bei Ohren. Bitte, 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 kein Elfmeter. Bitte, 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 bitte. Herzlich willkommen bei der Golds, Ihre Bestellung bitte. Ich habe keinen Einblick mehr. Jetzt ein Tor und dann passt die Geschichte. Ich sehe, ich fühle mich schwach, fühle mich schwach. Wiesbaden gibt so dermaßen Gas. Guten Abend. Egal wer, alle, alles ist schneller wie wir. Interessiert auch keinen mehr. 2-2, das weiß ich. Aber für uns ist zu wenig. Es ist vorbei. Also, wir gehen jetzt nach Hause. Ich muss sagen, ich bin echt enttäuscht von dem Spiel. Es war ein schlechtes Spiel. Ich sage jetzt mal, für beide Mannschaften war es ein glückliches 2-2. Aber ich fand Wiesbaden spielerisch eine Klasse höher, sage ich ganz ehrlich. Oder? Ja. Wiesbaden hat gespielt wie kurz vor der Meisterschaft, fand ich. Egal, 2-2, besser ein Punkt wie kein Punkt, alles gut. Und jetzt können wir auch das Video beenden, wir fahren jetzt nach Hause. Und dann sehen wir uns dann wieder im nächsten Video. Wann ist das, Fabio? Am Samstag, 17. Februar, im BB Bank Wildpark gegen die Fortuna aus Düsseldorf um 20.30 Uhr. Schon wieder Flutlichtbock? Ja. Gut, wir sind nur noch im Dunkeln hier, ja? Also, Fortuna. Macht's gut. Wenn ihr das Video bis jetzt geschaut habt und danach noch die Auto-X anguckt, dann kommentiert das Video mit einem blauen Herz. Schon wieder. Es gibt nichts anderes. Okay, blaues Herz in die Kommentare. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sag ich gerade nochmal, warte mal kurz, wenn ich zu dir schwenke. Was soll ich sagen? Bilder hier. Scheiß Dreck, komm. Und Fabio, was sagst du zum Spiel? Ich hab Bauchschmerzen. Ja, du warst ja schon packen, gell? Heute? Nee. Yeah.
Können wir bitte gehen?